Ja, der Mord an Boris Nemzow fragen wir nach bei unserem Kollegen Bernhard Lichte in Moskau. Herr Lichte, wie läuft die Fahndung nach den Tätern? Gibt es schon Ergebnisse? Die russischen Behörden haben zwar angekündigt, dass sie schnell und effektiv ermitteln wollen, aber bis zur Stunde gibt es keine Fahndungserfolge, jedenfalls keine, die öffentlich gemacht worden seien. Das Einzige, was da ist, ist dieses eben gezeigte Video vom Tatort. Und es ist denn 12 Stunden nach der Tat auch der Fluchtwagen der Täter gefunden worden. Das ist es aber auch schon. Und somit schießen natürlich die Spekulationen ins Kraut. Für allerlei Verschwörungstheorien ist Raum. Der Propagandist, der Chefpropagandist von Herrn Putin, Dmitri Kiselyov, hat gestern in einer Talkshow erklärt, in seiner wöchentlichen Propagandasendung, Nemzow sei eigentlich kein relevanter Politiker, er sei auch für Putin keine Gefahr. Aber das und hat denn mit dem Finger gezeigt auf den Westen, nur ein toter Oppositioneller Nemzow nutze dem Westen, nicht ein Lebender. Und das in so einer prominenten Sendung mit dem Finger zeigt nach vorne, das lässt gewisse Spekulationen über die Hintergründe und über die Hintermänner dieses Attentates zu. Das heißt hier in Meldungen, Herr Lichte, und das klang ja auch in dem Bericht gerade an, Nemzow habe an einem Bericht über die russische Beteiligung am Ukraine-Krieg gearbeitet. Dieser Bericht wäre in Kürze fertig geworden. Was ist denn davon zu halten? Ja, das hört man überall, dass an diesem Bericht gearbeitet worden sei. Und der Kreml hat ja immer wieder bestritten, aktiv in der Ukraine tätig geworden zu sein. Nemzow soll jetzt allerdings belastbares Material gehabt haben. Was daraus nun geworden ist, das wissen wir nicht. Es hat nach dem Attentat eine Hausdurchsuchung bei Nemzow gegeben. Wir wissen nicht, was da gewesen ist und was alles beschlagnahmt worden ist und ob das tatsächlich ein Grund für dieses Attentat gewesen sein könnte. Wie gesagt, Verschwörungstheorien aller Art machen hier momentan die Runde. Es ist ja nicht der erste politische Mord, der in den letzten Jahren oder man muss fast schon sagen in den letzten Jahrzehnten in Russland geschieht. Vor diesem Hintergrund, wie groß ist die Chance, dass die Öffentlichkeit und auch die Angehörigen jemals erfahren, von wem er ermordet wurde? Da müsste denn der erklärte politische Wille da sein, tatsächlich aufzuklären. Aber es ist wahrscheinlich so, dass auch in diesem Falle jedenfalls absehbar nichts herauskommen wird. Man wird oder vielleicht irgendein Täter vorgeführt wird, aber eben nicht die Hintermänner bekannt werden. Also diese Wahrscheinlichkeit ist doch hier sehr groß. Die Fahndung müsste sich eigentlich, und das würde auch dem inneren Frieden in diesem Lande guttun, müsste sich eigentlich sehr schnell zu einem Ergebnis bewegen. Im Moment herrscht hier so etwas Ähnliches wie eine nationale Hysterie, so nach dem Motto, wenn du nicht für uns bist, dann bist du gegen uns. Das betrifft die Ukraine-Politik, das betrifft Menschenrechts- und Bürgerrechtsorganisationen, die Einschränkung der Pressefreiheit, aber auch dieses ständige Verschärfen von Gesetzen gegen Homosexuelle beispielsweise, das unter anderem dazu geführt hat, dass in der Provinz schon Leute auf den Verdacht hin, homosexuell zu sein, erschlagen worden sind. Und hier muss einfach gegengesteuert werden. Und das könnte tatsächlich jetzt die Chance einer sich neu formierenden Opposition werden. Auf den Bildern, die uns gestern erreicht haben, die wir auch heute gesehen haben vom Trauermarsch gestern, entsteht der Eindruck, es sind Zigtausende, die dort in Moskau auf der Straße sind und ihren Protest versuchen zum Ausdruck zu bringen unter den Bedingungen, die Sie gerade angedeutet haben. Täuscht dieses Bild oder ist die Opposition tatsächlich so stark? Nein, sie ist nach wie vor in viele kleine Fraktionen zerstritten. Was wir allerdings gestern gesehen haben, war tatsächlich die erste größere Manifestation seit langem wieder mal. Wenn denn die Veranstalterzahlen stimmen, waren es weit über 70.000 allein in Moskau. Und in anderen Städten hat es eben auch Großdemonstrationen gegeben. Es könnte also tatsächlich so sein, dass die Opposition sich jetzt einigt. Sie muss sich nicht unbedingt auf einen Spitzenmann einigen, aber sie muss vielleicht denn doch
ja, geschlossener auftreten als bisher und dem Regime Putin nicht die Möglichkeit geben, eine Fraktion gegen die andere ausspielen zu können. Wir werden morgen das Begräbnis sehen und dann auch sehen, inwieweit sich Opposition dort neu formieren kann. Und in einer Stunde wird auch eine Entscheidung darüber fallen, ob der inhaftierte andere große Oppositionskopf, Nawalny, für morgen, der ist im Moment arrestiert, für morgen einen Freigang bekommt, um an dem Begräbnis teilzunehmen. Und an dieser Entscheidung lässt sich, glaube ich, auch ablesen, wie sich die Lage hier weiterentwickeln wird. Bernhard Lichte war das aus Moskau. Herr Lichte, vielen Dank für diese Erläuterungen.